Sonntagnachmittag irgendwo in Lauchhammer. Während andere bei diesen schon fast sommerlichen Temperaturen im Garten liegen oder ihre Freizeit genießen, beginnt für Christina, Richard, Jona, Jakob und Mike die Bandprobe. Die Gesichter der fünf Musiker kommen einem vielleicht bekannt vor, denn sie stehen seit Kindheitstagen auf den Bühnen in der Region. Als Green Forest haben sie sich die letzten 10 Jahre nicht nur einen Namen gemacht, sondern auch zahlreiche Preise abgeräumt. Seit kurzem nennt sich die Band, die ihre Wurzeln in und um Lauchhammer hat, nun aber The Florence. Und das aus gutem Grund, erzählt uns Christina, die Sängerin der Band. Wir haben überlegt, weil Green Forest, wir heißen wirklich schon seit Anfang an so, und haben gefragt, passt das noch zu uns? Und sind dann zu dem Entschluss gekommen, wir wollen einfach von diesem Schülerband-Image ein bisschen weg und haben uns deswegen für The Florence entschieden. Die Band ist erwachsen geworden und das vor allem musikalisch. Sie sind nun bereit, den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen. Damit das gelingt, hat sich die Band einen eigenen Proberaum zugelegt und von Grund auf selbst aufgebaut. Aber das ist längst noch nicht alles. Wir haben unser gesamtes technisches Niveau in der gesamten Band erstmal ein paar Stufen nach oben gefahren. Wir haben komplett neue Songs, moderne Songs, ein neues Repertoire, teilweise neue Instrumente und arbeiten jede Woche kontinuierlich dran, ein mega cooles Programm für diese Saison für die Zuschauer aufzubereiten. Die Proben finden nach wie vor in der Heimat der Musiker statt. Der Proberaum sieht genauso aus, wie man sich einen echten Proberaum vorstellt. Vor allem ist es aber eins: laut. Doch unter Kopfhörern offenbart sich dann der eigentliche Sound. Aktuell ist die Band für alle nur ein Hobby und das soll auch erstmal so bleiben. Viele von uns studieren natürlich noch, egal wo das jetzt ist, ob in Dresden oder in Cottbus. Ausgeschlossen ist natürlich nicht, dass wir das noch professioneller angehen wollen und das auch wirklich zu unserem Beruf machen wollen, aber da schauen wir mal, was die Zukunft mit sich bringt. Geprobt wird meistens am Wochenende, aktuell jedoch noch intensiver, denn die Band wagt etwas für sie ganz Neues. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Real Music Club in Lauchhammer, der heute schon mal etwas genauer inspiziert wird. Also wir haben unser erstes kleines offizielles Konzert als The Florence am 18. Mai und haben viele eingeladen, Familie, Freunde, und freuen uns natürlich auch über jeden, der sonst noch so kommt und unsere Musik eventuell gut finden wird. Und damit gehen sie voll ins Risiko, haben den Club gemietet, machen Werbung und natürlich proben sie bis zum Umfallen. Unterstützung bekommen sie dabei auch vom Betreiberverein des Clubs. Wir kommen natürlich aus der Umgebung, wir kommen aus Lauchhammer, deswegen natürlich hier sowieso schon die Assoziation mit dem Real Music Club und sonst auch super Zusammenarbeit, total cooles Team, internationale Interpreten, die hier schon gespielt haben, deswegen ist er auch in der Region sehr bekannt und cooler Sound, wir freuen uns drauf und hoffen, das wird ein super Abend. Am 18. Mai ist es also soweit, wenn Familie, Freunde und Fans das erste Mal den neuen Sound, neue Songs und vielleicht auch eine ganz neue Qualität der Band erleben können. Wer dabei sein möchte, bekommt Tickets auf der Internetseite der Band und findet dort auch zukünftige Veranstaltungen in der Region, wo man die fünf Musiker sehen und hören kann.